Alle reden von Vögeln, ich auch. Beziehungsweise alle bauen einen Nistkasten. Ich habe hier einen Bauplan von NABU. Das heißt Naturschutzbund Deutschland, glaube ich. Und ich werde den Nistkasten genau nach diesem Bauplan versuchen nachzubauen. Die Webseite, wo ihr den downloaden könnt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich beginne damit, alle Teile zuzuschneiden nach den Maßen, die hier draufstehen. Ich zeige euch, wie das ausschaut. Sieht man das? Ja, keine Ahnung. Und als Holz nehme ich Leimholzfichte. Ganz einfach. Sind alle zugeschnitten. Jetzt sehe ich hier auf dem Plan, dass das Einflugloch 19 cm von unten, von dem Vorderbrett, gemessen positioniert sein muss. Ich zeige mir hier jetzt 19 cm an, auf der anderen Seite auch. Das mache ich deswegen am Rand, weil der Marderschutz vorne noch dran kommt. Hier zeichne ich mir auch die Mitte an, seitlich. Und damit kann ich das genau ausrichten, so wie es sein muss. Das klebe ich jetzt erstmal fest. Dann bohre ich in einem durch mit dem Kreisschneider. So, und während das trocknet, kann ich eigentlich schon die Seitenwände mit der Rückwand verschrauben. Ich breche nur etwas die Kanten. In der Bauanleitung steht, man soll das Holz eher Natur lassen, damit sich die Vögel besser festhalten können. Mich interessiert, wie ich diese kleinen Kästchen gebaut habe, auf einfachste Art und Weise. Ich verlinke euch rechts oben das Video dazu.
So, wo ist der Boden? 13 mal 13. Da ist er schon. In den Boden kommen 4 Löcher. Am Plan steht Ablauflöcher. Keine Ahnung, was da ablaufen soll, aber machen wir die Löcher natürlich rein. Ich denke nicht, dass es die Vögel stören wird. So muss das ausschauen. Ja. So, dann bohre ich da jetzt mit dem Kreisschneider das Loch rein. Und zwar steht hier in der Anleitung, der optimale Durchmesser für das Einflug, für die Größe des Einfluglochs. Hier steht 26 bis 28 mm für Blaumeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Sumpfmeise, Weidenmeise und die Kohlmeise ist schon ein bisschen wählerischer oder die ist einfach fetter. Die braucht ein 32 mm großes Loch. Und Sperlinge brauchen dann schon 32 bis 34 mm. Einflugloch. Und die Stare, die sind überhaupt die fettesten. Die brauchen 45 mm ungefähr. Ich nehme jetzt 28. Wenn man das da überhaupt vernünftig einstellen kann, das sind 30 und da hört dann die Skala auf. Ja, ich stelle es halt so circa ein. Wie man hier jetzt sehen kann, ist das zu hoch, das steht über. Schräge ist auch keine drauf geschnitten und das steht auch in der Anleitung nicht drin. Denke ich zumindest. Zumindest ist das aus der Zuschnittliste nicht ersichtlich. Ja, egal, dann machen wir das schnell.
abschließen. Lässt hinten bündig ab. Hier kommt hinten dann noch eine Holzleiste drauf geschraubt, mit der das dann an die Hauswand oder sonst irgendwo hingeschraubt werden kann. Und jetzt werde ich das Ganze noch mit Leinöl behandeln, dass es ein bisschen witterungsbeständig ist. Kommt da hinten noch diese Leiste drauf, Montageleiste, in die Mitte, nach Möglichkeit in die Mitte. Einfach, also einfach ist es nicht frei nach Auge, aber frei nach Auge. Ich glaube, den Vögel wird es egal sein. Festgeschraubt. Hallo? Hallo? Noch keiner zu Hause, aber ich hoffe bald. Das werde ich noch kurz an der Außenfläche drüber schleifen, zumindest dass die Beschriftung weg ist. Und dann verpasse ich dem Ganzen noch etwas Leinöl, obwohl es geschützt unter Dach aufgehängt wird, aber schadet sicher nicht. Ich nehme jetzt doch Arbeitsplattenöl vom schwedischen Möbelhaus. Hat aber keinen bestimmten Grund. Mir scheint die Sonne ins Gesicht. So, ein bisschen einziehen lassen und dann abwischen und montieren. Mein Nistkasten ist fertig. Ich werde den jetzt montieren an einer Holzhütte unter Dach, unter dem Dachvorsprung einer Holzhütte und lasse mich einfach überraschen, wer als erster einzieht. Wespen oder Meisen? Wenn wir dann sehen, ich werde berichten. Im Anschluss daran, jetzt, gibt es noch ein paar Detailfotos, auch von der Montage, wie es aufgehängt ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen hoch, ein Abo. Abonnieren ist nach wie vor kostenlos bei YouTube. Ich würde mich freuen. Und natürlich sehen wir uns nächste Woche, Freitag, 18 Uhr, mit einem neuen Video wieder. Ciao.